Willkommen! In diesem heutigen Video vergleiche ich die neue AMD RX 470 GPU mit NVIDIAs GTX 69 Grafikkarte. Nun, ich bin mir sicher, wir wissen, welche Karte in Sachen Leistung siegt, aber nicht nur das zählt. Zuallererst, wobei es zwar verschiedene Modelle beider dieser GPUs gibt, wurde mir nur die Möglichkeit gegeben, die einfachen Referenzdesigns zu testen. Somit 4 GB Videospeicher auf der RX 470 und 2 GB auf der GTX 69. Also kommen wir zu den Benchmarks, oder nicht? Ganz klar kommt dieses jetzt nicht überraschend, dass die AMD RX 470 eine ganze Menge mehr an Leistung zu bieten hat als die GTX 69. Alle Spiele habe ich auf 1080p getestet. 1440p wäre hier etwas unfair gewesen, insbesondere da das Referenzmodell der GTX 69 nur mit 2 GB VRAM versehen ist. Aber ja, ordentliche Leistung wird von beiden Karten geboten. Was die Bildrate angeht, besteht ein doch spürbarer Unterschied. Da ich aber im Grunde genommen auf den maximalen Einstellungen getestet habe, sind die 2 GB VRAM auf der GTX 69 etwas limitierend, was sehr ersichtlich wird, besonders in Rise of the Tomb Raider. An dieser Stelle bin ich mir sicher, dass sich nun einige von euch die Haare am Kopf ausreißen werden und mich vor dem Bildschirm beleidigen. Aber hör auf damit. Ja, du weißt schon, wen ich meine. Mir werden nicht endlose Möglichkeiten gegeben. Eine 2 GB GTX 69 ist nun mal alles, was ich für Testzwecke zur Verfügung gestellt bekommen habe, und ich bin mehr als glücklich, diese Option zu haben, als gar keine. Die GTX 69 läuft allerdings ein klein bisschen kühler, doch über die Temperaturen muss ich hier wirklich keine Sorgen machen. Wobei die GTX 69 immer eine Low-Power-Karte war, verbraucht die RX 470 nun weniger Strom als die 69er. Nicht um viel weniger, muss man aber sagen. Eigentlich fast gleich viel sogar. Ich habe mich einmal über die Preise erkundigt und momentan zur Zeit des Videos besteht ein markanter Unterschied zwischen 4 GB RX 470 und 2 GB GTX 69. Jedoch werden ein paar unter euch sicherlich kommentieren, die 4 GB GTX 69er ist nur ein bisschen günstiger als eine RX 470 mit 4 GB. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leistung der GTX 69 sich kaum ändern würde, seien es 2 oder 4 GB VRAM. Mit Ausnahme von Spielen, die ganz einfach limitiert werden, wie Rise of the Tomb Raider zum Beispiel. Also für den Fall, dass ihr meine Meinung hören möchtet, ich würde zur RX 470 raten, muss man sich zwischen diesen zwei Grafikkarten entscheiden. Sollte man allerdings etwas mehr ausgeben können, tut euch einen Gefallen und greift zur RX 480, dem 4 GB Modell. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und habt es einigermaßen hilfreich gefunden. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht meine Website, um dort Videos manchmal früher zu sehen.